eindringlicher, präziser und vielschichtiger sein könnten? Auf all diese Fragen gibt es eine Antwort. Dolby Atmos. Mit Dolby Atmos kann Sound ganz präzise in jede Richtung innerhalb dieses Kinos bewegt werden. Egal ob von weit hinten bis ganz nach vorne. In einem Bogen entlang der Decke. Oder irgendwo dazwischen. Heute hören Sie Sound ohne Einschränkungen. Wie hört sich das an? Jan Meyer, ich bin Geschäftsführer und Betreiber des neuen Forum-Kinos in Rastatt. Warum Rastatt? Warum diese Lokalität? In Rastatt hat seit Jahren ein Kino gefehlt. Es ist eine riesige Region mit riesigem Potenzial. Wir sind der Überzeugung, dass Rastatt dringend ein Kino benötigt. Und nicht nur Rastatt, sondern auch die Region wird sich über dieses neue Freizeitangebot mit Sicherheit freuen. Jetzt hat er gerade in Baden-Baden ein Kino aufgemacht. Ist da eine Konkurrenz da? Ich denke, unser Einzugsgebiet erstreckt sich nicht in Richtung Baden-Baden, sondern eher in Richtung Karlsruhe, ins Murgtal und natürlich für die Stadt Rastatt. Wir gehen nicht davon aus, dass wir sehr viele Kinobesucher aus Baden-Baden bekommen werden. Wir sind uns hier im größten Saal, ja, der hier vorhanden ist. Da taucht die Frage auf, wie viele Sitze und welches technische Equipment hier vorhanden ist. Ja, wir befinden uns jetzt hier tatsächlich in unserem größten Kinosaal mit über 300 Sitzplätzen, einer Leinwand mit einer Größe über 170 Quadratmeter. Der Kinosaal ist mit der neuesten Kinotechnik ausgestattet und unter anderem auch mit dem Dolby-Tonsystem Dolby Atmos. Wann wird eröffnet? Wir hoffen am 3. Dezember. Mit welchen Filmen? Mit dem aktuellen Programm natürlich. Die Kinosaison startete ja vor kurzem mit James Bond. Jetzt nächste Woche kommen die Tribute von Panem in die Kinos und natürlich nicht zu vergessen Star Wars zu Weihnachten. Ich glaube, einen besseren Start kann man sich nicht vorstellen. Wie liegen die Kinopreise? Die Kinopreise ähneln denen in der Region. Sie werden sich je nach Tag und Zielgruppe zwischen ca. 8,50 Euro und 10 Euro bewegen. Kindervorstellungen? Wir spielen Kino natürlich täglich. Es wird ein spezielles Angebot für Kinder geben an den Nachmittagen und am Wochenende. Also wir werden in Rastatt ein großstädtisches Kinoangebot anbieten. Es soll ja nicht nur Kino gespielt werden, es sollen auch Konzertveranstaltungen übertragen werden. Kino ist natürlich heutzutage viel mehr als nur Film zeigen, in der Tat. Und dieses Kino präsentiert sich auch als Tagungsstätte. Alle Säle sind technisch so ausgestattet, dass wir hier jederzeit auch Kongresse oder Firmenveranstaltungen quasi ablaufen lassen können. Und das Kino selber, das ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile neben dem Film auch auf der Leinwand Inhalte präsentieren, die zum Beispiel über Satellit zu uns kommen. Das sind Live-Übertragungen von klassischen Inhalten meistens, aber auch im populären Bereich. Vielleicht auch mal die Pilotfolge einer Fernsehserie. Kino wird da sehr vielschichtig und das ist auch die Zukunft, wo Kino letztendlich hingeht. Was hier in Rastatt auffällt, ist eigentlich ein alternatives Kino. Ist da irgendwas geplant? 23 Uhr sowieso, dass man dann sagt, okay, wir schmeißen jetzt hier die Blues Brothers zum 100. Mal durch. Wir sind, was unser Programm betrifft, im Prinzip offen für alles. Es ist tatsächlich so, dass es einige Zeit dauert, bis wir auch ein Programmschema an die Stadt und an die Region anpassen können. Aber natürlich ist geplant, neben dem Blockbuster-Kino auch zum Beispiel die Arthouse-Schiene abzudecken. Und es wird garantiert immer wieder auch besondere Filme geben, zu besonderen Anlässen oder zu besonderen Themen.